Ja, hallo liebe Werder-Fans, herzlich willkommen zum Wiesenhof-Experten-Tipp für den 31. Spieltag. Ich werde das heute mal tippen hier. Mal sehen, wie ich so drauf bin heute. Bisher hat es immer nicht ganz so gut geklappt. Ich fange mal an. Schalke Leverkusen. Schalke ist nicht gut drauf. Es wird ein 1-2. Ja, Gladbach gegen Hoffenheim. Hoffe ich einfach, dass Gladbach das gewinnt, allein schon wegen unserer Situation. Das wäre ganz gut für uns. 2-0. Dasselbe ist es bei Wolfsburg gegen Augsburg. Das wird ein 3-1. Ebenso bei Stuttgart gegen Dortmund. Die machen kein Tor. Dortmund macht 2. Ja, Frankfurt darf natürlich auch auf gar keinen Fall gewinnen. Das werden sie gegen Mainz auch nicht. Die haben wieder was gut zu machen, die Mainzer, nach ihrem letzten Spiel. 0-2. Ja, kann man lesen. Köln-Darmstadt. Ja, die Darmstädter werden wohl hoffentlich auch nicht gewinnen. Köln macht das denn mit dem 1-0. Ja, Hertha gegen Bayern. Da hoffe ich, dass Hertha einen Elfmeter bekommt, der vielleicht keiner ist. Vielleicht haben die auch so einer, der so gute schweiben kann wie Vidal. Und die gewinnen dadurch dreckig 1-0. Ingolstadt Hannover. Ich glaube, dass Hannover das nicht mehr gewinnen wird. Da wird Ingolstadt zu Hause 2-1 gewinnen. Und dann unser Spiel gegen den HSV. Also das werden wir natürlich auf jeden Fall schon mal gewinnen. Wir machen 2 Tore. Und der HSV, die werden keins machen. Das wird unser erstes Spiel zu null. Bin mir ziemlich sicher. Jetzt bin ich gespannt auf eure Tipps. Viel Spaß dabei. Und jetzt viel Spaß beim Tippen.